Wer ist im Tennis euer stärkster Gegner? Richtig, die Ballwand. Die Ballwand bekommt jeden Ball zurück. Und heute könnt ihr euch freuen auf eine schöne Zusammenstellung an Übungen an der Ballwand, die ihr alleine, mit Partner oder eben im Training mit Kindern und Erwachsenen machen könnt. Viel Spaß bei meinem neuen Video. Wichtig bei allen Übungen an der Ballwand ist, dass ihr euren Rhythmus findet. Ihr dürft nicht zu schnell spielen, nach Möglichkeit immer ein gleichbleibendes Tempo. Und wir starten mit der ersten Übung. Hier geht es jetzt darum, mit der Vorhand einen Rhythmus zu entwickeln, immer gleichbleibend zu spielen. Das Ganze könnt ihr natürlich dann auch auf der Rückhand machen und dann natürlich auch im Wechsel Vorhand, Rückhand. Ich denke mal, das ist für euch relativ klar, dass ihr das an der Ballwand machen könnt. Jetzt wird das Ganze allerdings schon ein bisschen anspruchsvoller. Ich versuche, den Ball in die Mitte anzuspielen und versuche, mich jetzt immer neben den Ball zu stellen. Das heißt, ich bewege mich immer rechts, links um den Ball und versuche so immer eine optimale Position zum Ball zu finden. Und schon ist ein bisschen Bewegung dabei und ihr merkt, ja, ist schon gar nicht so unanstrengend. In der nächsten Übung geht es ums Ballgefühl und eben um die Dosierung des Tempos. Das heißt, ich spiele an und versuche jetzt mit jedem Schlag einen Schritt weiter nach vorne zu kommen. Bis ich vorne bin und da spiele ich dann schon Halbvolleys und jetzt versuche ich wieder zurückzukommen. Ja, das könnt ihr natürlich auch mit der Vorhand und Rückhand im Wechsel machen. Das heißt, ich gehe jetzt wieder nach vorne. Halbvolley, Halbvolley, vielleicht auch noch Volley, Volley und dann wieder zurück. Wunderbar, um das Tempo zu dosieren, um ein Gefühl für die Geschwindigkeit zu bekommen. Wunderbar üben kann man eben halt auch Slicebälle mit der Ballwand. Das heißt, wir stellen uns an und versuchen jetzt immer, ja, ein bisschen versprungen, mit Unterschnitt über den Ball zu gehen. Ja, dann den Ausschwung auch zu haben. Und so lerne ich eben, ja, den Rückwärtsdrall anzusetzen. Versucht immer, den Ball über der Linie zu halten auf der Ballwand, wenn ihr eine habt. Und entsprechend das Ganze eben halt auch mit der Vorhand möglich. Ist, denke ich mal, relativ klar. Gefällt dir mein Video? Dann schau doch mal in die Videobeschreibung. Da siehst du, wie du mich unterstützen kannst. Weiter geht's. Die Übung könnt ihr in der Folge auch ein bisschen kombinieren. Das heißt, wir spielen Vorhand Topspin und Rückhand Slice. Vorhand Topspin, Rückhand Slice. Vorhand Topspin, Rückhand Slice. Schöne Kombi. Wunderbar üben kann man auch einen Netzangriff an der Ballwand. Das heißt, wir starten jetzt wieder von hinten, spielen Topspin-Bälle, Vorhand, Rückhand und sagen wir mal, auf eine festgelegte Zahl an Schlägen sagt ihr vorwärts. Das heißt, ich gehe jetzt vorwärts, mache meinen Step, spiele den Volley und gehe wieder zurück. Wir starten vorwärts, hopp und leider drüber. Kommen wir zum Volley-Training. Volley-Training ist, denke ich mal, klar. Schön seitlich stehen und dann immer von oben abwärts, von hinten oben nach vorne unten. Der Schlägerkopf bleibt immer über Wasseroberfläche. Wir spielen den Volley nicht so, sondern so. Das heißt, der Schlägerkopf bleibt immer über Wasseroberfläche. Wir können das Ganze dann auch ein bisschen variieren, indem wir mal weiter zurückgehen oder eben mal weiter vorgehen. Wichtig ist immer diese seitliche Stellung. Linkes Bein ist vorne und der Rest macht dann entsprechend der Arm. Das Ganze können wir natürlich auch im Wechsel machen. Vorhand, Rückhand, ebenso wie hier, ebenfalls mit vor, zurück. Könnt ihr alles variieren, wie ihr wollt. Kommen wir jetzt zu einer recht schwierigen Übung, nämlich Halbflugball. Wir versuchen immer, den Ball als Halbflugball zu spielen, egal wie der Ball auftippt. Jetzt muss ich nach vorne. Ja, und auch hier wieder mal von vorne nach hinten arbeiten. Das heißt, auch mal kleiner werden und wieder weiter nach hinten rausgehen. Immer versuchen, kurz nach dem Aufspringen zu nehmen. Schön lässt sich das Ganze auch kombinieren. Das heißt, wir spielen einen Halbvolley, Volley, Halbvolley, Volley, Halbvolley, Volley. Das Ganze natürlich auch auf der Rückhand machbar. Zeige ich euch jetzt nicht. Könnt ihr euch denken. Kommen wir zu einem meiner Lieblingsübungen, nämlich über Kopfballtraining. Ja, wir spielen den Ball immer als Aufsetzer an die Ballwand. Und die Ballwand gibt uns den Ball immer wieder nach oben zurück. Ist an dieser Wand wirklich sehr anspruchsvoll, weil ich immer kurz davor treffen muss. Ja, aber so können wir uns die seitliche Position zum Überkopfball angewöhnen. So, und denkt nicht vielleicht immer nur in einem Schlag, sondern kombiniert das Ganze auch mal mit ein bisschen Reaktionstraining. Zum Beispiel Überkopfball und jetzt mache ich eine Kombination. Jetzt mit einem Volley, Halbvolley, Volley, Volley, Volley,
und wieder zurück. Und jetzt lege ich mir wieder hoch und jetzt geht's weiter. Und wieder Attacke. Hopp. Halbvolley. Volley, Volley und wieder zurück. Wunderbares Reaktionstraining, einfach gemacht und sicherlich schon etwas anspruchsvoller. Auch Stoppball kann man wunderbar an der Wand üben. Ziel ist es jetzt, den Ball so zu schlagen, dass der Ball an die Wand tippt oder die Wand berührt, wenn er sich wieder am Senken ist. Ja? Das können wir wunderbar machen. Wir spielen uns erstmal einen an. Und jetzt, ja, gar nicht so einfach. Nochmal. Hep. Und Stoppball. Und Stoppball. Ja, und wir schauen immer, dass der Ball sich wieder am Senken ist, wenn er die Wand berührt. Also das wäre nicht gut, da wäre er im Steigen gewesen, sondern immer im Senken. Ja. Und das Ganze könnt ihr natürlich auch von weiter hinten machen. Dann allerdings wird der Ball natürlich häufiger auftippen und dann ist es schwierig, ihn dann auch wieder zurückzuspielen. Ein wunderbares Reaktionstraining könnt ihr an der Ballwand auch mit diesem Ball machen. Das ist ein sogenannter, ja, Reaktionsball, Spaßball genannt. Wenn ihr Lust habt, da habe ich ein eigenständiges Video mal gemacht. Oben in der Infokarte markiere ich euch. Und an der Ballwand könnt ihr damit wunderbar üben. Das heißt, ihr werft immer von unten den Ball an die Wand. Und durch diese Formung des Balles springt der Ball immer in unterschiedliche Richtungen weg. Und dann versuche ich zu reagieren. Ich muss mit den Beinen da sein. Ja, dann könnt ihr machen mit linker Hand fangen oder eben rechter Hand fangen. Ja, ihr seht, es geht immer woanders hin. Ihr könntet auch euch umdrehen. Den Ball nach hinten fangen, auftippen lassen und wieder fangen. Nächster, hepp, und wieder zurück. Hopp, oh, jetzt war es schon zu schwer für mich. Das Ganze lässt sich jetzt auch kombinieren mit Tennisball und Spaßball. Das heißt, jetzt wird es nochmal deutlich komplexer. Ich spiele den Ball hin und her an die Wand und währenddessen versuche ich, den Spaßball zu werfen und zu fangen und weiterzuspielen. Ja, man muss dann immer sehen, dass man gleichzeitig möglichst wirft und schlägt, weil ansonsten wird es sehr, sehr schwierig. Richtig schwierig für Profis, ja, wäre es, den Ball zu halten, den Ball, Spaßball einmal hochzuwerfen, jetzt zu reagieren und dann weiter zu spielen. Ich werfe ihn wieder hoch, spiele weiter, reagiere und spiele weiter. Hep. Ja, schwierige Übung, probiert es mal aus. Das Video kennt ihr wahrscheinlich schon und wenn nicht, dann verlinke ich euch das Video in der Infokarte. Hier geht es darum, dann Partnerübungen zu machen an der Ballwand. Wenn euch das Video interessiert für Anfänger, für erste Trainingsstunde, in der Infokarte gibt es mehr. In der Folge zeige ich euch ein paar Koordinationsübungen, die ihr an der Ballwand machen könnt. Also jetzt werfen wir mit unserer linken Hand los, volieren und fangen wieder mit der linken Hand. Wenn ihr das vor allen Dingen mit Kids macht, werdet ihr sehen, das sieht dann nicht mehr so aus, so leicht aus wie bei mir. Das wird dann deutlich schwieriger. Jetzt nehme ich euch mal kurz mit auf die andere Seite, denn jetzt machen wir das Ganze noch schwieriger. Jetzt nehmen wir den Ball in die linke Hand, den Ball in die rechte Hand und volieren mit links. Und da seht ihr, selbst derjenige, der schon über 30 Jahre Tennis spielt, hat da seine Probleme. Auf geht's. Hep und fangen. Hep. Genau. Ja, auch die linke Hand mal mit einbeziehen, mal mit der falschen Hand spielen, gar nicht verkehrt. Eine schöne Übung für Kinder vor allen Dingen wäre es zum Beispiel Handtennis zu spielen an der Ballwand. Mit der rechten Hand, mit der linken Hand. Ja, koordinativ nicht so einfach. Das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre, nochmal einen zweiten Ball dazu zu nehmen. Mit beiden Bällen an die Wand zu werfen und versuchen gleichmäßig wieder zu fangen. Als Kombination daraus könnte man jetzt beide Bälle an die Wand werfen. Einen fange ich und einen fange ich immer weiter hinten. Einen aus der Luft fangen, einen weiter hinten. Einen aus der Luft und das Ganze dann natürlich auch mal umdrehen. Kommen wir zur Übung für Kids oder eben für Anfänger, die gerade erst angefangen haben mit dem Tennis. Hier ist es nicht schlecht, bevor ihr direkt an die Wand spielt, einen Kontrollschlag zu spielen. Also immer einmal stoppen, einmal weiterspielen, sowohl mit Vorhand als auch mit Rückhand. Sicherlich nicht verkehrt, vielleicht auch mal auf die andere Seite legen, immer bewusst. Das heißt, wenn ich Rückhand den ersten Ball treffe, stelle ich mir auf die Vorhand. Ich Vorhand den ersten Ball spiele, geht es auf die Rückhand. Eine schöne Möglichkeit, das Ganze noch schwerer zu machen, wäre jetzt, den Ball mit dem Rahmen zu stoppen und dann weiter zu spielen. Ja, das sind jetzt schon Übungen, die definitiv deutlich schwieriger sind, nicht mit Anfängern zu empfehlen. Gerade Anfängerkinder werden damit deutlich überfordert sein.
Eine weitere Möglichkeit wäre, an die Wand zu spielen und vielleicht jeden dritten Ball mal versuchen, durch die Beine zu spielen. Auch schon fortgeschrittene Übung. Ich glaube, das war der zweite. Egal, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Oder eben zum Beispiel an die Wand zu spielen und jeden dritten Ball versuchen, hinterm Rücken zu spielen. 2, 3, hinterm Rücken. Ja, ruhig mal ausprobieren. Nicht vorenthalten möchte ich euch diese Übung, nämlich ihr könnt an der Ballwand nämlich auch Tweener üben. Ja, wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch. Ihr stellt euch an die Wand, spielt jetzt, Thema Smash hatten wir ja gerade, spielt einen Smash, der über euch drüber geht und versucht dann den Tweener an die Ballwand zu bringen. Das würde schon fast reichen. Also, wir machen den Smash. So, jetzt gehen wir zurück und Tweener an die Ballwand. Ja, das Ganze könnt ihr natürlich einmal durch die Beine üben. Machen's nochmal. Steht, hopp, ja, optimalerweise schafft ihr es noch über die Linie zu kommen, dann ist er nämlich gut. Oder wir machen letztendlich den Überkopfball und dann den Tweener über die Seite. Hep, ja, der war nicht gut, machen wir nochmal. Über die Seite, hep, der war besser. Ja, probiert es auch aus, auch das ist möglich. Vielleicht könnt ihr mir mal sagen in den Comments, wie heißt eigentlich dieser Schlag? Ist ja nicht der Tweener? Aber der über die Seite hat einen speziellen Namen. Lasst mich mal wissen in den Comments. Ich trainiere jetzt weiter meine Volleys, denn ich habe die Wand immer noch nicht bezwungen und ich glaube, das wird auch übermorgen nicht der Fall sein. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Like da, abonniert diesen Kanal, drückt auf die Glocke, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir und wenn ihr mich unterstützen wollt, unten drunter gibt es auch so ein schönes Symbol, da stehen die Super-Likes drin, würde ich mich sehr freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal, schaut in meine anderen Videos, die ich euch jetzt hier einblende. Bis dahin, euer Martin.